Hallihallo Leute und willkommen zurück, endlich, zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, Battlefield 4. Yay. Ja, eigentlich gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ich nehme hier, gut, Full HD werde ich nicht hochladen, weil ich mich hoch hier, Ultra Full HD, gell? Hat schon was, ne? Und, ja, wenn ihr ein leichtes Rauschen im Hintergrund hört, das kommt von meinem Headset. Ich muss mir das Mikro und alles hier noch aufbauen, wie gesagt. Ich, wie in einem Infovideo ja schon gesagt, bin ich nicht zu Hause, sondern in Dresden. Und ja, gut, wollen wir mal anfangen? Kampagne, ach, komm, normal. Und ab geht's. Mit deiner Ladezeit. Yay. Es ist schön, mal wieder zu Let's Playen. Habe ich Essen ein bisschen vermisst. Und dann gleich so ein geiles Spiel. Ja. So. Ich hoffe, die Ladezeit ist jetzt nicht allzu lang. Aber anscheinend will mich das Spiel ein bisschen ärgern. Ich hätte vielleicht während der Ladezeit anfangen, aber wer kann denn ahnen, dass es so lange lädt? Gut, Multiplayer lädt auch ganz schön lange. Egal. Ah, toll. Das ist schön. Hey Irish, weißt du, was für Fische die in Baku haben? Negativ, Staff Sergeant. Hey Wrecker, Wrecker, bist du wach? Komm wieder zu dir, Mann. Bleib bei mir. Respekt, Wrecker. Das war gerade echt eine klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht am Berg. Shit, der Sitz rührt sich nicht. Du sitzt fest, Sergeant. Oh, das schöne Lied. Irish, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Red nicht so, Mann, du jagst mir eine scheiß Angst ein. Berg, hilf mir, den Sitz zu bewegen. Wir sinken weiter. Scheiße, wir holen dich da raus dann. Hörst du? Wie, Mann? Die Türen klemmen fest. Scheiße! Das lief alles anders als geplant, Irish. Wrecker, nimm meine Waffe. Was soll das Sie gehört heißen, jetzt dir. Was zum Henker soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß! Nein, tu's nicht! Los, Wrecker, zerschieß das Fenster! Das ist ein Befehl! Lass die Scheiße sein, Wrecker! Rettet euch! Raus hier! Raus das hier! Das ist doch Bullshit, Mann! Schieß auf das Fenster, sonst geht ihr alle drauf! Okay. 13 Minuten 40 zuvor. Und da sind wir. Yay! Gucken, anscheinend keine Munition. Das ist super. Ja, das sieht schon geil aus. Ah, wunderschön. So. Leertaste springen, welch Wunder. Erreicht den Unterschlupf. SRG-Ducken, auch. Nichts Neues. Spielmenü. Über das Spielmenü kannst du ein aktuelles Ziel. Ja. Brauchen wir nicht. Was gibt's hier draußen eigentlich? Eine große Stadt. Oh. Da war eine Ratte. Ich hab sie gesehen. Naja. Ein Baum. Öffnen. Je. Yeah. Machen wir das doch mal. Wat, wat, wat? Hallo. Wow.
Alter, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ich hätte dir fast ins Gesicht geschossen. Wo sind die anderen? Entspann dich, Pack. Wo zum Henker warst du? Als die Übergabe schief ging, kam ich direkt hierher. Das waren Russen, oder? Spec Ops, eine Sekunde sind sie da, in der nächsten wieder weg. Tief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, hab ich. Sehr gut. Ich habe auch ein Intel. Ja. Scheiße, es ist schon hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Ich breche die Funkstelle. Tombstone 3, hier Tombstone Actual. Wo bist du? Tombstone Actual. Komm aus Richtung Norden. Hier wird's brenzlig. Oh, riesiger Feuerschutz. Wir meinen Rückzug. Verstanden, Irish. Wir sind da. Reckon, los jetzt. Mach dich bereit. Gebt ihr mir Deckung? Ich hab doch gar keine Munition. Wir geben Irish Deckung. Was? Waffen ist öffnen. Okay. Du kannst weitere Waffen freischalten, indem du sie in der Umgebung findest oder Aufträge abschließt. Nachdem du eine Waffe in deinem Besitz gebracht hast, ist sie immer in jeder Waffenkiste verfügbar. Stell dich neben eine Waffenkiste, um deine Munition aufzufüllen. Okay. Ja. Gut. Wir haben gerade angefangen, also wird es jetzt hier nicht so viel geben, ne? Gut. Fertig. Das war's schon? Munition? Na gut. Ein Hund. Au. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Bam. Wrecker! Feinde in den Fenstern gegenüber! Und los geht's und ich treffe mal gar nichts. Das ist cool. Warum treffe ich nichts? Jetzt habe ich was getroffen. Boah, what the fuck, warum habe ich... Geht doch. Wo, oh, da? Das da? Oh ja. Anscheinend. Bam. Links? Da. Ist er jetzt tot? Was für Granaten? Huah. See ya, Nerd. Irish, komm hier rauf. Bewegt sich noch was? Gesichert. Hilf mir mal. Wie kommt der jetzt hier hoch? Alles okay, Mutter hoch. Es ist wohl doch nicht so sicher. Aha, was du nicht sagst. Tombstone, Bewegung. Hey. Ich will mit rein. Fortress, hier ist Tombstone Actual. Haben das Paket geholt und in ein Wespennest gestochen. Wir geben uns zur Abholung. Verstanden, Tombstone. Der Heli kommt. Bringt das Squad in Position. Over. Down. Im Atrium. Angreifen. Lässt das Squad Ziel in deinem Blickfeld angreifen. Das Squad braucht nach jedem Angriff etwas Vorbereitungszeit, bevor es erneut angreifen kann. Den Status des Squads kannst du in der rechten unteren Ecke ablesen. Rechte untere Ecke, da, angriffsbereit. Q angreifen. Q. Muss man ja die Hälfte selber machen. Können die nicht treffen? Ja, tolles Teamwork. Ja, stimmt, das Deckungssystem. Das ist cool. Also meine Zielkünste sind echt der Hammer. What the fuck? Oh, oh, oh. Kam aber viele. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Baku-Bomb zur Kampagne. Yay. Und gleich mal eine Waffe freigeschalten. Cool. Gut, das Ding ist natürlich, das kennt man jetzt alles schon aus dem Trailer da. Fishing in Baku, halt. Ist ja die Mission. Ich habe mich trotzdem vorhin erschrocken, als ich die Tür aufgemacht habe und der da schon war. Das wusste ich. Okay? Da wusste ich nicht, dass der schon die Tür ist. Das ist unser Fluchtweg. Wrecker, ist da Sprengstoff in der Kiste? Was ist eine Kiste? Ah, ja. Hier ist eine Kiste neben. Gadget-Lager enthalten Gadgets, die du in beiden dafür vorgesehenen Gadgets. Ja, komm. C4. Granatwerfer. Yay. Okay, mach mal Krach. Mach ich. Da eins, da eins, da eins. So. Achtung, Sprengung. Großartig. Ja, ich kann eine Wand sprengen.
nicht da drüber springen. Haben wir eine Sekundärwaffe? Nein. Habe ich jetzt auf 2 gedrückt? Vögel. Überall Vögel. Schön, dich zu hören, Hawkins. Wir machen Fortschritte. Schick deine Leute aufs Dach. Lass mich nicht warten. Na gut. Dann können wir ja losgehen. Oh. Was los? Hast du dich umgesehen, Brack? Das Gebäude. Ist hier eine Gebäudehälfte? Q halten für taktisches Visier. Mach mal doch mal. Komm schon, Rack. Das Sichtgerät ist echt hilfreich. Achso, T. T ist um. Hä? What the fuck? Die beiden Schornsteine direkt voraus. Siehst du sie, Racker? Die da? Hä? Warte mal. Hatte mir das jetzt gegeben? Müsstest du den Abholpunkt sehen können. Ja. Hä, irgendwie spackt es hier rum. Egal. Waffenkiste öffnen. Wir haben eine neue Waffe. Was ist das? Die ist in der Stabilität besser, aber in der Reichweite und Schaden schlechter. Wir nehmen es einfach mal. Fertig. Oh. Ein Cobra-Visier. Und so ein anderes Visier. An der weißen Entdeckungszeiger kennst du, wie knapp du vor der Entdeckung durch bisher nicht alarmierte Gegner stehst. Hat dich ein Gegner gesichtet, projiziert die Anzeige. Vier Schützen, direkt voraus. Oh Mann, das ist übel, echt übel. Nicht so laut, Pack. Heul doch nicht rum. Warte mal, war das nicht T? Ah, genau. So. Wo sind sie denn? Da hinten das? Ist das ein Kopf? Ja. Deckung. Schaut sie aus. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Naja, damit komme ich schon besser klar hier. Ach da. Hallo Helikopter. Schon in der Waffenkiste? Die sind ja überall. Ja, greif den an. Los. Mach mal was Sinnvolles. Geh Granate werfen. Ja, das ist... Wusste ich auch schon vorher. Ich höre komische Sprachen. Und ich höre eine Granate voll. Beziehungsweise habe ich sie gesehen. Wow. Hui. War einfach nur Q drücken? Ah. Das Feuer! Wow! Macht aber hier einen Krach. Ist ja schlimm. Hier steht echt überall so eine scheiß Waffenkiste. Ist ja der Hammer. Da ist irgendwie kein Fahrrad drin, oder? Okay. Boah. Fuck. Ah, ja. Wo ist Eli? Was haben wir dich denn? Latina. Silber. Hä, von wo denn? Von da draußen, ja, aber.
Ah, da hinten. Scheiße, ich werde beschossen! Ja, nicht nur du. Hier drin ist, scheint auch noch einer zu sein. Bei mir habe ich gerade das Gefühl, dass das so gar nichts bringt, das Ding. Ach, scheiß drauf. Geh mal einfach weiter. Hä? Ich sehe nichts. Alter. Geht mir doch nur nicht auf den Sack hier. Jetzt gehe ich hier raus und töte den Typen erstmal. Da, stirb. So. Ach, Mensch. So, dankeschön. Rückzug, Rückzug? Wird der mich verarscht? So. Ach, jetzt darf man hier auch vorne weglaufen, ist ja nett. Vorher hat er Schaden bekommen, warum auch immer. Wow. Bam. Ach, das machen die schon nicht. Au. Ich glaube, es ist, wow, nicht so clever, da oben lang zu laufen. Boom. Ich liebe dieses Geräusch. Fluch. Genug tupt. Mehrfach Kills. Boah, übelste Punkte hier. So irgendwo, dass man in. Oh, jetzt habe ich die Granaten einfach so ausgewählt. Bumm. Ach, schade. Ein bisschen. Was rumprobieren. Eh halt in ein Fahrzeug einsteigen. Damit fahren? Oh, 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 oh. Puh, Goldkampagne. Yeah. SVD-12, ein Scharfschützengewehr. Explodiert denn hier die ganze Zeit? Nein! Ich bin halt echt gestorben. What the fuck? Ja, das schaff nur ich. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Das Ganze nochmal. Ah, die Explosion. Das kommt ja jetzt gleich nochmal. Sieht schon sehr geil aus. Bam. Ach, schön. Links von uns auch noch. Aber. Links von uns anscheinend auch irgendwas. Da war jetzt immerhin ein Fahrer. Ah, ich habe ja aber auch nicht so die ideale Position. Greift doch einfach mal an. Dass man denen alles sagen muss hier. Ist ja schlimm. Planeta. Granata. Ah, da oben auch noch. Stirb. Greif die mal an. So, Granatwerfer und zack. Boom. Ein Feind eliminiert. Super. Genauso wie ich es nicht treffen kann, das ist genauso lächerlich. Ah. So.
Granate. Einfach weiterlaufen. Kopftrefferbonus. Hm. Die Sonne blendet. Muss ja eigentlich lang. Bin ich hier richtig? Ah ja. Ich glaub schon. Kommt die mit? Oh Gott, wirklich. Guck ich mir noch ein bisschen die schöne Umgebung an. Ah, toll. Wo waren die denn, dass sie hier so lange brauchen? Ja, kommt her. Das ist der beste Weg nach oben. Der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Echt mal. Ah. Oh. Tombstone Action, das Radar leuchtet auf. Ihr bekommt Besuch. Oh ja, wir bekommen Besuch. Wow. Man kennt es auch schon aus dem Trailer, aber das nochmal selber zu spielen, ist dann nochmal sehr viel schöner. Wo muss ich hin? Jetzt werde ich auch noch von hier drinnen beschossen, oder was? Das finde ich aber nicht so gut. Ich habe noch 16% Leben. Ja, Entdeckung. Hallo. Machst du mal gut hier. Oh, jetzt laufen die schon weiter. Wo läuft denn der lang? Hoffentlich ist die Intel das wert! Hoffe ich auch. Oh. Merkt man fast gar nicht. Ja. Geht's dir gut, Mann? Ja, bin gerade aus dem Haus gefallen. Das hat keiner überlebt. Hol dann von dem Wrack weg. Geht nicht! Er steckt fest! Versuch's! Ich hol so lang Wrecker raus! Ja, holt mich mal raus hier. Ich will ein bisschen was sehen. Oh Mann! Lecker. Das, Mann, wir holen dich hier raus! Berg, der Treibstoff! Ja, ich weiß! Anhalten! Wrecker, gib mir Deckung! Ja. Raus da! Sofort raus da! Wirf mal! Ist es Absicht, dass ich keine Waffe habe? Nein, Sie müssen hier verschwinden! Es ist gefährlich. Bitte, bitte. Zivilisten. Stimmt, scheiße, wieder. Oh. Du musst das Bein abschneiden. Er muss was? Wrecker, komm her! Na, zögern wir doch nicht lange. Ein Wolf in der Falle beißt sich das Bein ab, um zu überleben. Na los! Das hab ich eben schon mal so ähnlich. Ich halt nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Lecker. Du, es schneidet ab! Das war aber ein scharfes Messer. Ist der tot? Nein, man, nur ohnmächtig. Dieser scheiß Helikopter geht dann auch auf den Sack. Der Heli kommt nochmal zurück mit dir! Hey, die Saserbaijaner sind okay, oder? Los, rein! Darf ich jetzt fahren? Alles wird wieder gut, wir holen dich hier raus. Du schaffst das. Er wird doch wieder, oder? Darf ich? Erst der Boss, natürlich wird er wieder. Los geht's!
geht's, Wrecker! Geh ans Steuer! Ja, ich warte ja schon die ganze Zeit. Dankeschön. Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Ich sehe wieder was. Ich sehe ihn auch nicht. Meine Frau bringt mich um. Atme langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du packst das. Wenn unsere Intel über Admiral Chang und die Russen gerettet ist, keiner von uns nach Hause. Hört hier noch jemand die ersten Töne der Runde? Oh. Fahr schneller, Rack. Ich werde da gerade entdeckt. Rack, können wir ihn abschütteln? Ziemlich unwahrscheinlich. Ich glaube, er ist wieder da. Ein Tunnel. Wo ist der verdammt? Wo ist er hin? Siehst du ihn? Ich hab keine Ahnung. Da ist er. Bereit machen. Geh weg. Das war arschknapp. Gib Gas, verdammt. Er richtet sich. Gut, dass der nicht treffen kann. Okay. Schweine brennen! Jawohl! Dieses Lied einfach nur. Boom! So eine Scheiße! Nein! Ja, Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunn für etwas getötet, das wir bereits wissen. Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suicide regeln mussten. Eine falsche Bewegung. Es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Boah. Krass. Cool. Ich würde sagen, das war die erste Mission, ne? Gibt es jetzt eigentlich noch so einen Missionsüberblick oder geht's gleich weiter? Das ist die Frage. Anscheinend geht's gleich weiter. Sie sind wegen Jin Chase Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft. Ist progressiv. Drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation auffliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass gegen uns zu rächen. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den Seal Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wrecker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Halt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Dum, 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 dum. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Kann ich Pause machen? Ja, ich kann Pause machen. Obwohl es doof ist während des Satzes. Ich mach mal weiter. Entschuldigung. Hast du deine Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Pack. Ich meine, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Aber Irish! Ja. Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für den Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit links. Was, Wrecker?
Ja, klar. Ich kann eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Behalte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese, Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Kommt doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? 3 mit Kovic? Kovic und 2 Einheimische. Oh Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Alter. Ach shit, wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Oh Mann, der Wagen. So, jetzt kann ich aber Pause machen. Mensch, schon wieder was. Es gibt für die Mission 3 einzigartige Aufträge, die abhängig von einer Punktzahl in der jeweiligen Mission freigeschalten werden. Die Punktauftrag auf Vorderwien, ach ja, bla bla bla. So, ja, das war der erste Part. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Grafisch natürlich Bombe. War nicht anders zu erwarten. Und ja, da würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Part. Ciao, Leute.